Hallo und herzlich willkommen zum fröhlichen Singen bei Assassin's Creed Odyssey mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Der Barnabas hat mich auf diese Insel aufmerksam gemacht. Wir fahren mal rum. Wir sind in der Nähe des Ziels. Hier ist ein altes, kaputtes Schiff. Heute sind die Götter mit uns, Alexios. Die ja. See ist ruhig und der Wind ist warm. Das ist wunderschön. Oh ja, mein Freund. Das ist es. Aphrodite, Aphrodite. Das Gimme, das Gimme, das Gimme. Heck zu! Ich kann hier nicht weiter. Das müssen wir uns mal angucken. Da ist auch eine Aufgabe. Hier war ich noch nicht. Mal schauen, was er für uns hat. Erzähle ich gleich. Wir haben noch vernichtet die Schiffe der Athener. Ich werde gleich erklären, was das ist. Warum ist hier so viel Blut im Wasser? Die Götter schicken dich. Ja. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten, sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt. Bitte, rette ihn. Wo ist er? Ich werde bei der Suche helfen, Seemann. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder, dann komme ich mit auf dein Schiff. Geil! Einverstanden. Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Böotien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Weißt du sonst noch etwas? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Das ist ein vollkommen anderer Verlauf. Da bin ich dran vorbeigesegelt. Die kleine Insel da, die gucken wir uns nachher an. Das werden wir erstmal sehen. Da ist ein goldenes Fragezeichen. Drei Schätze. Sowas wie ein alter Tempel. Mal gucken, was das hier für ein Ort ist. Warte mal, hier auf der Karte war... zwei unentdeckte Orte. Vergessene Insel. Was ist das hier? Scheiße. Nee, das ist hier nicht. Das ist hier nicht in diesem Baum. Hier kann man durch. Hier ist die Kiste. Ich riskiere es mal. Das ist nicht von dieser Welt. Was bei Hades war das? Sieht nicht so aus, als könnte ich durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Aha. Wo bin ich hier?
weiß jetzt auch gar nicht, wo ich lang muss. Kann ich so richtig was erkennen? Gehen wir erstmal runter. Ich dachte, wir kommen hier weiter. Ich kann nicht durch diese Tür gehen. Da fehlt mir irgendwas. Ich drücke eigentlich die Taste B, wie verrückt. Hier kann ich auf jeden Fall rauf. Kann ich klettern. Bloß, wie komme ich jetzt an die andere Truhe ran? Wie komme ich hier weiter? Oh. Und wie komme ich hier wieder raus? Muss ja irgendwo einen Weg geben. Nee, seh nur. Der Vogel geht hier auch nicht. Icarus nicht verfügbar. Kann ich denn hier irgendwas sehen? Da oben vielleicht. Mal da drüben versuchen. So, hier geht er weg. Es ist immer schwierig zu erkennen, wo er jetzt raufklettert und wo er jetzt nicht raufklettert. Hier macht das gar keinen Sinn. Kommen wir hier wieder runter? Nein! Jetzt hängt er hier in der Ecke fest. Und denn die Beleuchtung ist ein bisschen doof hier. Also ein bisschen Feinarbeit fehlt hier noch. Hallo, ich will was sehen. Warum bleibt er denn da stehen? Ich bewege die ganze Zeit den Klöppel. Da oben muss ich irgendwie hin. Geht hier nicht. Geht da drüben nicht. Geht da drüben nicht. Vielleicht denn irgendwie darüber? Ich weiß nicht. Ach, er macht auch gar keine Anstalten hier. Ja, jetzt springt er wieder ins Wasser. Geil. Geh rauf. Ja, ich bin ein bisschen genervt. Und da oben sind wir gekommen. Da ist die eine Truhe. Und wo ist die andere Truhe? War hier unten irgendwo. Kann man hier durch? Ach, hier kann man durch. Was ist das für eine Truhe? Die sieht aber seltsam aus. Müssen wir bloß noch einen Weg hier rausfinden. Und überall ist ein Riesenauge drauf. Wie komme ich da wieder hoch? Ja, super schön. Kletter mal höher in der Hoffnung, dass man dann ein bisschen mehr sieht. Da kletterst du hoch. Und jetzt? Jetzt da hält er sich dran fest. Ah, super. Wie schön. Ja, einmal hier den Torbogen lang. So, komm. Ich drücke B, dann kannst du loslassen. Danke. Ja. Ach, toll.
Wird wohl die ganze Folge hier aus irgendwelchen sinnlosen Klettereien bestehen. Ich weiß ja auch nicht, wo ich jetzt lang kann. Ich kriege ja jetzt keinen Hinweis in dem Sinne. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's wieder runter. Ich nehme an, wir müssen da oben hin, aber wie? Ich gehe nochmal hier unten gucken. Aber hier gibt es nirgendwo einen Weg. Nur den, den wir gesehen haben. Vielleicht kommt man da noch irgendwie raus. Ich gucke nur hier nochmal. Das kann ja nicht richtig sein. Weil es hier einfach nicht weitergeht. Komm hoch. So. Hier gibt es nur diesen Weg. Nein. Wie soll man denn nach oben gucken, wenn man nichts sieht hier? Ach hier! Oh, bin ich blöd. Das habe ich echt nicht gesehen. Da geht's raus. Da kann ich ja lange suchen. Huch, den wollte ich drücken. So, dann mal gucken, ob wir noch die andere Truhe kriegen. Und dann haben wir das geklärt. Hier ist auf jeden Fall, ist denn das auch irgendwo gekennzeichnet? Hier ist ein geheimnis vergessene Insel. Schnellreise kann ich hier machen. Hier ist ein geheimnisvolles Tor. Das kriege ich mir gemerkt. Das wird ja auch angezeigt. Bei Origins war es einfacher. Ich habe das ja jetzt erst dieses Jahr angefangen gehabt und dadurch konnte man dann ab und zu mal so ein bisschen sich Hilfe holen. Das werde ich hier wohl nicht so finden. Obwohl ich die nicht so oft brauchte. Nur für die Papyrus-Rätsel, da hatte ich mir dann, gebe ich zu. Während wir drauf stehen. So, damit haben wir die auch abgeschlossen. Oh. So. Nimm ein bisschen hoch. Tut Alexios sich weh. Das wollen wir doch nicht. Komm. So, dann wollen wir mal schauen. Diese Pirateninsel. Das haben wir hier alles erkundet. Die ist genau hier. Und da ist ein unentdeckter Ort. Genau. Und ich glaube, ich hatte mich erst um die Schiffe gekümmert und habe dann die Insel gesehen. Denn das müssen wir ja eh machen. Dann machen wir gleich. Vor allen Dingen habe ich eine schöne Galionsfigur. Die hat nicht jeder. Oh, guck mal. Wie meine ganzen Magis, meine 1000 Magis da auf dem Schiff. Oh, ich singe. Da kommt die Ruder raus. Jetzt klettert er nicht hoch. Entschuldigung. So. Er ist Zimmermann. Piraten haben seinen Bruder entführt. Wenn wir den retten, wird er uns helfen. Dann jagen wir ein paar Piraten. Legt euch in die Riemen. Dann werde ich selber was selbst euch auf die Nerven. Wir nehmen natürlich das Zeug hier mit. Weil ich muss ja meinen Rumpf verbessern. Ruderer, los! Sieben Holz. Und wenn ich jetzt mal gucke im Inventar. 98 Holz habe ich. Ach ja, wir haben ja was eingesammelt. Oh, einen neuen Bogen. Schön. Der wird gleich genommen. Und was haben wir noch eingesammelt? Hier hinten war noch was, aber das konnte ich glaube ich noch nicht. Doch. Mehr Rüstung. Mehr Rüstung ist immer gut. So. Und Quest, ja genau, hier unten, Piratenleben ist ja die, die ich jetzt angenommen habe. Hier unten sind noch welche. Die waren dann diese hier und diese hier unten, die waren unten am Mast. Wenn ihr mal schaut über die beiden Schilder, die da unten auf dem Boden liegen, da waren die.
Wisst ihr was? Ich werde mir mal bei der Quest... Wo ist denn das? Das hier. Also... Das sind die Bögen. Da ducke ich mich. Aber wir haben auch noch Speerwerfer. Feuerwaffen habe ich noch nicht. Ich glaube, das hatte ich mir auch schon freigeschalten. Tempo. Ah, er hat mich erwischt. Leg zu! Leg zu! Die ist hinüber. Da segeln wir mal durch. Ah, hier, die habe ich ja ganz übersehen. Die ist auch hinüber. So, warte, erholt euch. Jetzt. Ah, der mischt sich da ein. So habe ich den Bogen. Oh, der schießt auf mir. Oh, sag mal. Was macht er denn jetzt hier wieder? Ja, die Kopfgeldjäger interessieren mich jetzt nicht. Haben wir. Ah, dieses Theatralische immer. Ich kann nicht. Jetzt kann ich. So, das haben wir auch eingesammelt. Das Holz brauchte ich auch. Was machst du denn? Einfach weitergehen geradeaus und nicht auf dem Ding lang balancieren. Da sitzt. Jetzt haben wir sie! Macht euch bereit! Erhöht das Tempo! Da ist noch, sind noch die anderen Stänkere. Schneller! Ah, scheiße. Das war ein guter Kampf. Doch
nicht der letzte für dich. Langsam! Wir da! Wir stürmen das Schiff! Ja. Geh mal weg. Ach, ich darf noch nicht. Jetzt darf ich. Ach Mensch, spring doch einfach rüber. Immer dieses Gehampel. Ach so, ich hatte ja... Ah Mann, nun geh doch mal hier raus aus der Deckung. Genau. So. Jawohl. Was habt ihr nur davon? Haben wir hier noch einen Schatz? Einen kleinen hier. Mehr sind nicht. Ein bisschen Beutegut bergen. Ich auch. Das sammeln wir jetzt erstmal. Wie gesagt. So, da werden wir gleich mal hin. Willst du was von mir? Nö, ne? Tempo! Ins offene Gewässer! Wenn wir nochmal 7 Holz. Oh, guck mal da. Das sammeln wir auch ein, ne? Da ist ein Mast. Eigentlich bedeutet das immer. Karte? Ach so. Ich komme hier nicht... Ach so, ich habe das jetzt nicht. Das ist mir jetzt auch egal. Hier ist nur ein Mast. So, jetzt machen wir das mit der Insel. Wir gucken mal, wie viel Holz haben wir? 192. Wo ist mein Schiff? So. Und das hatte ich als nächstes gemacht. Da fehlt mir aber jetzt wieder Holz. Und Eisen. Dann können wir die Ivy da auswetzen. Mehr kann ich auch noch nicht machen, ne? Meine Rückkehr, Kapitän. Hallo? Kapitän, du bist zurück! Das Schiff da, das. Ich wollte das jetzt nicht rammen hier. Ach, da ist ein. Das ist das ein Jäger? Komm hier nicht weg. Jetzt. Erhöht das Tempo! Jagen die uns oder? Die bekämpfen sich. Okay, dann macht mal. Das konnte man bei Black Flag ein bisschen besser einschätzen. Ich glaube, das ist. Ist das die Insel, die wir brauchen? Wartet mal. Da habe ich wieder nicht dran gedacht. Sorry. Piratenleben? Nee. Odyssee? Ist... Barnabas? Das ist der Zimmermann, genau. Die ist nämlich da drüben, die Insel. Ist das da? Wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind hier. Aha, alles klar. Vorwärts! Wir segeln mal hin. Ich segel da mal hin. Und meld mich denn, wenn ich da bin. Und dann schauen wir mal, ne? Da ein dicker Hai. Oh. Segel einholen! Ich bin da. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss!